Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe wieder mal was vorbereitet, ne? Nicht diese Klopapierrolle, sondern ich habe wieder Post bekommen. Und zwar nicht nur ein Päckchen, nicht nur zwei Päckchen, sondern gleich drei Päckchen. Die wollen wir jetzt mal auspacken. Post aus Budapest, was war da denn los? Zuallererst wollen wir aber anfangen mit einer Warensendung. Das dürfte vom Biala, vom Main sein, ne? Wenn ihr den kennt aus den Streams, ihr wisst Bescheid, die Leute, die mich regelmäßig verfolgen. Ich habe so eine Vermutung. Der hat nämlich letztens nachgefragt, als ich mein Ladekabel gezeigt habe in die Kamera beim Stream, dass das so eingeknickt war und aufgerissen. Und er so, was ist das hier, Typ C? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, das, was halt beidhändig geht, beidseitig. Und ich könnte mir nur vorstellen, wenn er sagt, ist was Kleines, ne, dass er vielleicht ein Ladekabel geschickt hat, damit ich mein Handy wieder laden kann und nicht ohne Saft da sitze. Wir gucken mal, ob ich richtig liege. Wir haben es jetzt aufgemacht. Wir gucken mal hier rein und wir sehen, was ein Ladekabel. Smart Digital Live. So sieht das also aus. Ein Ladekabel. Stecker habe ich. Kabel ist okay. Passt. Ist dieses... gescheckte, geriffelte, das sieht immer aus wie beim Fahrrad hinten, wenn ihr diese Spanner da dran gezogen habt, um euer Gepäck zu sichern. Und so sehen die Ladekabel aus heutzutage. Auf jeden Fall Dankeschön für das Ladekabel. Ich habe immer nur Probleme mit den Kabeln und dem ganzen Zeugs. Letztens auch Handy angestöpselt, wollte Handy laden, dann war der Stecker so ultra heiß, der hat schon fast gekocht. Was er hier wieder macht. Jetzt hätte ich fast genießt. Ja, fast genießt, hätte ich fast genießt. So, dem Adi geht es auf jeden Fall gut. Seht, das ist keine Katzenallergie. Man denkt, weil die Katze hier ist, muss ich niesen. Aber ich muss niesen, wenn die Katze zu weit weg ist. Und wenn ich in der Katze bin mit der Nase, dann ist wieder alles gut. Hier also ein Ladekabel. Sieht natürlich sehr hochwertig aus. Von, kann ich nicht lesen, Ugreen. Ja gut, das steht ja schon auf der Verpackung drauf. Ugreen Ladekabel. So müssen die aussehen heutzutage. Ne? Vergesst mal diese blanken weißen Gummierten, die nach zwei, drei Benutzungen schon abbrechen, auffledern, die ihr in die Tonne schmeißen könnt. Das müsste auf jeden Fall stabiler sein. Das müsste was aushalten. Dankeschön also an Biala für das Ladekabel. Mal gucken, an welchen Stecker ich das jetzt dran hau, dass das hält. Komm, wir decken mal den Adi zu, weil er liegt schon wieder. Guck mal, Adi, eine Zudecke. Ist das nicht schön? So hast du es doch gemütlich, oder? Oh, Pfötchen, Bruder, gib mir Pfötchen. Nein, nicht aggressiv, nicht aggressiv. Ich hab deine Nase. Ich bin Dracula. Ist doch okay, alles wird gut, Adi. Lass dich nicht stressen. So, verkriech dich weiter unter deinem, unter meiner Post. Wir machen mal die Kamera so, damit wir auch noch sehen, was er hier am Rand macht. Denn wir haben jetzt, haltet euch fest, fasst euch an. Wir haben jetzt ein Paket von Spreadshirt. Und ich habe gesagt, Post aus Budapest. Gibt's in Budapest Spreadshirt? Wir wissen es nicht. Wir machen das mal auf. Wir tun mal so, als würden wir es aufmachen. Gucken dann mal hier rein. Hier haben wir zum ersten Mal einen Zettel. Den Zettel tun wir jetzt hier hoch. Das habe ich gewusst. Und dann kommt der... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann kommt der Adi wieder an und dreht durch. Nimm den Zettel mit. Und hier ist ein T-Shirt drin. Ein T-Shirt von Spreadshirt. Wer hätte das gedacht? Boah, das fässt sich aber fusselig an. Warm, warm und fusselig. Und hier ist ein T-Shirt drin mit Budapest. Guckt dir das an. Da steht einfach Budapest und da ist noch so ein Herz. Ist das nicht genial? Wolltet ihr schon immer mal so ein T-Shirt haben? Budapest. Ich glaube, das ziehe ich heute im Stream an bei Raid Mania. Damit alle wissen, wo der Hase langläuft. Das fühlt sich trotzdem aber ziemlich dick an. Ich meine, sonst beschwere ich mich immer, dass das nur so dünne Fummel sind. Das fühlt sich an, als wäre es ein halber Pullover. Keine Ahnung, was ich da wieder ausgewählt habe.
Sieht auch ziemlich groß aus, aber da passt auch viel Ramses rein. So muss das sein. Tun wir mal hier zurück, denn das war ja nicht alles. Wir haben ja hier noch zwei. Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Deswegen machen wir die hier auch noch auf. Haben hier, warte, jetzt kommt, das krübbeln wir auch zusammen. Da geht der Adi immer so steil und passt jetzt auf, was passiert. Ach du meine Scheiße. Sag mal was. Ja, der Blick des Todes. Habt ihr das gesehen, wie er hier abgerutscht ist, aber ganz elegant sich einfach wieder auf die Füße gefangen hat und nochmal den Tag gerettet. Wir können mal gucken, ob das nochmal geht. Wenn wir diese Tüte nehmen, mit der haben wir es nämlich noch nicht probiert, dann der sitzt schon wieder steil, der guckt schon wieder, er sieht die Tüte, wir werfen die hier rein, zack. Ihr müsst nie wieder Müll wegschaffen, der Adi macht das alles für euch. Jetzt haben wir hier noch zwei, die wollen wir uns angucken. Was ist das? Vingia Smell, ne? Was ist das für ein perverser Geruch? Ich riech nichts, doch, riecht auf jeden Fall pervers. Und guckt euch das an. Noch ein T-Shirt aus Budapest mit Flagge. Budapest, das sieht doch heftig aus. Hier steht auch noch Hungry, ne? Hungrig. Ich bin hungrig in Budapest unterwegs. Das fand ich auf jeden Fall cool, deswegen habe ich mir das auch noch bestellt. Das Budapester T-Shirt, damit kann ich jetzt immer zum C-Day rumlaufen. Und was ich noch genialer fand, der Klassiker, vor allem in Rot. Ich habe noch nie ein rotes T-Shirt gehabt. Guckt euch den an, Straight Outta Budapest. Ah, das ist doch der Klassiker. Jeder Idiot kauft sich so Straight Outta T-Shirts. Straight Outta Mutter, ne? Straight Outta Kaff, wo es auch immer herkommt, aber Straight Outta Budapest, das finde ich auf jeden Fall richtig genial. So sieht das dann aus, wenn ich das anhabe ungefähr. Straight Outta Budapest, gab es natürlich auch in Schwarz, Schwarz-Weiß, aber das fand ich zu langweilig. Einfach mal ein richtig auffälliges, fetziges T-Shirt, Straight Outta Budapest. Das feiere ich, auch derbe, das Schwarze mit der Flagge. Was ich jetzt nicht mehr so feiere, jetzt wo ich es live sehe, ist das Weiße. Ich mag eigentlich wirklich weiße Sachen, weiße Shirts, weil die sehr edel aussehen. Und dann dachte ich mit dieser lieblichen Schrift, das ist sehr dezent, das ist sehr cool. Aber jetzt wo ich das T-Shirt in der Hand habe und anfasse, denke ich, was für ein dreckiger Lappen. Egal, wir ziehen das heute mal zur Raid Mania an. Vielleicht wirkt es ja immer noch besser, wenn man das anhat. Jetzt hier zum Beispiel habe ich gerade aus dem Taco, so ein normales weißes, stinknormales, also weil es stinkt, ne? Ein stinknormales weißes T-Shirt an, die es immer im Dreierpack gibt. Dreierpack weißes Shirt, Dreierpack schwarzes Shirt. Und ich finde, die reichen vollkommen aus. Da ist wenigstens kein Bullshit drauf. Ihr könnt die anziehen, die sehen gut aus, die wirken gut, die lassen sich gut tragen. Das ist fast ein halber Pullover. Hat eine komische Form. Und irgendwie geht die Schrift auch etwas... Was ist denn? Da, selbst der Adi. Komm, ich zieh weg den Fummel. Hör auf, da reinzubeißen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus und vom Adi seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer, was machst du da? Nein. Euer Ramses.